Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man einen köstlichen, gesunden, veganen Joghurt herstellen kann. Der Joghurt besteht aus drei Zutaten. Eine der Hauptzutaten ist eine ungeschälte Trinkkokosnuss. Die bestelle ich ab und zu bei Dr. Görg. Dort gibt es diese im 9er-Pack. Die ungeschälte Trinkkokosnuss muss natürlich geöffnet werden mit einem speziellen Werkzeug. Das seht ihr auch hier in diesem Video. Die Trinkkokosnüsse und ein Kokosbeil verlinke ich euch unten in der Infobox. Das sind die Zutaten für den Kokosnuss-Macadamia-Nuss-Joghurt. Eine große Trinkkokosnuss, dann 200 Gramm Macadamia-Nusskerne in Rohkostqualität, also ungeröstet, ungesalzen. Und in der Mitte seht ihr einen Beutel mit Joghurtferment probiotisch. Davon werde ich ca. 1-2 Teelöffel verwenden. Und bevor ich diese große Trinkkokosnuss öffne, werde ich die Macadamia-Nüsse für 3-4 Stunden in Wasser einweichen. Nach 4 Stunden sehen die Macadamia-Nüsse so aus. Die werde ich jetzt in ein Sieb geben, mit frischem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Und während die Macadamia-Nüsse jetzt noch ein bisschen abtropfen, werde ich die Trinkkokosnuss öffnen. Die Trinkkokosnuss wird an der Unterseite geöffnet. Dafür habe ich hier so ein Kokosbeil. Und ich werde hier das letzte Stück der Kokosnuss abhacken. Die Öffnung der Kokosnuss sollte so groß sein, dass man dann mit einem Löffel das Kokosnussfleisch herausholen kann. Ich werde jetzt das Wasser der Trinkkokosnuss und das darin enthaltene Kokosnussfleisch in meinen Hochleistungsmixer geben. Und zum Inhalt der Trinkkokosnuss gebe ich jetzt die Macadamia-Nüsse. Dazu gebe ich jetzt noch 2 Teelöffel des Probiotikums. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Jetzt wird das Ganze einfach richtig kräftig durchgemixt, bis eine cremige Masse entsteht. Ihr seht, es ist eine richtig cremige Masse geworden und die fülle ich jetzt in ein Glas. Wichtig ist, dass die Gläser nicht bis ganz oben gefüllt werden, weil die Masse durch den Fermentationsprozess an Volumen zunimmt. Ich werde diese beiden Gläser auch nicht mit einem Deckel verschließen, damit das Kohlendioxid, was beim Fermentationsprozess entsteht, auch entweichen kann. Ich gebe einfach ein Geschirrtuch, ein Baumwolltuch darüber und stelle diese beiden Gläser an einen warmen Ort. Im Winter kann die Joghurtmasse an die Heizung gestellt werden oder ihr habt einen Joghurt zubereitet, der für eine konstante Temperatur während des Fermentationsprozesses sorgt. Oder ihr stellt jetzt im Frühling, Sommer den Joghurt einfach an einen lichtvollen Ort, wo auch ein bisschen die Sonne scheint, aber achtet darauf, dass es nicht zu heiß wird. Ein lieber Freund hat mir kürzlich den Tipp gegeben, bei der Joghurtzubereitung darauf zu achten, dass die Temperatur während des Fermentationsprozesses mindestens 33 Grad beträgt. Sonst könnte es passieren, dass der Joghurt einen leichten, bitteren Beigeschmack enthält. Also es gibt ja die Milchsäurebakterien, die für den typischen säuerlichen Geschmack des Joghurts sorgen. Und wenn die Temperatur unter 33 Grad ist, kann es eben passieren, dass dann auch dieser bittere Beigeschmack dabei entsteht. Und da habe ich mir jetzt überlegt, wie kann ich jetzt
gewährleisten, dass während des Fermentationsprozesses mindestens 33 Grad herrschen. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Ich habe keinen Joghurtzubereiter, dafür habe ich ein Dörrgerät, den RevoTry, den ich jetzt schon seit über 2 Jahren regelmäßig nutze für die verschiedensten Zubereitungen, für Fruchtleder, für Wraps, für Cracker aus Leinsamen. Ich trockne Früchte, auch Gemüseschips. Man kann wirklich wundervolle Sachen damit herstellen. Und ich werde jetzt testen, ob ich mit diesem Dörrgerät auch meinen Joghurt zubereiten kann. Die Mindesttemperatur des RevoTrys beträgt 35 Grad, passt also perfekt für die Joghurtzubereitung. Die 35 Grad habe ich jetzt schon eingestellt. Und so werde ich das Ganze dann für circa 8 Stunden fermentieren lassen. Der Joghurt ist fertig. Ihr seht in beiden Gläsern viele kleine Bläschen in der Joghurtmasse und das ist ein sehr gutes Zeichen. Das zeigt nämlich an, dass der Fermentationsprozess sehr gut vorangeschritten ist. Oben auf den Gläsern ist der Joghurt etwas dunkler und ein bisschen fester. Ich werde den Joghurt einfach umrühren. Oben auf dem Glas ist der Joghurt etwas dunkler und fester. Ich werde diesen Joghurt jetzt einfach umrühren und dann kann er genossen werden. Dieser Joghurt kann jetzt einfach weiterverarbeitet werden. Man kann dem Joghurt zum Beispiel Früchte zugeben oder irgendein Süßungsmittel oder beides. Ich persönlich mag den puren Geschmack dieses Joghurts, deswegen genieße ich diesen Joghurt meistens auch einfach ohne irgendwelche Zusätze. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, diesen Joghurt habe ich insgesamt 24 Stunden reifen lassen. 8 Stunden bei 35 Grad im Dörrgerät und die restlichen Stunden dann bei normaler Zimmertemperatur. Nach 24 Stunden Fermentationszeit ist der Joghurt schon recht sauer. Wenn man das mag, ist das okay. Wer einen milden Joghurt bevorzugt, der lasse das Ganze 12 bis 16 Stunden fermentieren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Die Trinkkokosnüsse sind vielfältig verwendbar. Am liebsten trinke ich einfach das Kokosnusswasser aus so einer Trinkkokosnuss und esse danach das köstlich weiche Kokosnussfleisch, was einfach viel milder und softer schmeckt als das braune, harte Kokosfleisch von den braunen Kokosnüssen, die wir aus den Bioläden oder Supermärkten kennen. Dann könnt ihr aus Trinkkokosnüssen auch noch ein ganz köstliches Dessert, eine köstliche Creme mixen, und zwar eine Butterkekscreme. Besteht aus nur ganz wenigen Zutaten und schmeckt einfach himmlisch. Also ich kenne keinen bis jetzt, dem die Creme nicht geschmeckt hat. Die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Da gibt es auch schon ein Video hier auf meinem Kanal. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Dann habe ich noch einen Tipp für euch, was ich mir auch ab und zu mixe, ist ein grüner, rohköstlicher oder Rohkost-Cappuccino. Also das erinnert eigentlich überhaupt nicht an Cappuccino, aber es wird einfach eine herrliche Creme gemixt, die dann so ein bisschen an Cappuccino erinnert. Also ich öffne einfach 3 Trinkkokosnüsse, schütte das Wasser, meistens durch einen Sieb in einen Hochleistungsmixer. Dann gebe ich noch einen Esslöffel Chlorella-Pulver hinzu und einen Esslöffel Spirulina-Pulver, bevorzugt aus der Algenfarm in Klötze. Also ich verwende deutsche Mikroalgen. Die Algenfarm habe ich auch schon besucht vor 2 Jahren. Da habe ich auch ein Interview mit dem Algenfarmleiter geführt. Das Video verlinke ich euch auch oben rechts in den Infokarten oder auch einfach unten in die Infobox. Jedenfalls mixe ich dann das Wasser und das Mikroalgenpulver ca. 30 Sekunden, 20 bis 30 Sekunden. Und dann entsteht ein herrlicher Schaum, den man dann löffeln kann. Und ich mag einfach total gern den Geschmack von Kokosnusswasser und Chlorella und Spirulina. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Eure Silke.